So, da sind wir wieder. Raus aus der Pause. Muss man da aufs Spiel schalten. Okay. Dann würde ich sagen, alle in die Loks rein. Warte, ich guck noch, dass alle Bremsen lose sind. Also, gute Idee. Und dass alles festhängt. Dann schaue ich mal ganz kurz wegen den Weichen. Weil der Kabuff war zum Beispiel angebremst. Hier war auch noch eine fest. So, Weichen sollten passen. Na, passen nicht. Ist auch eine fest. So, alle gelöst. So, ich bin in der Lok drin, wir können abfahren. Warte. Alles kalt. Das kann ja jetzt was werden. Ja. Wird bestimmt schief gehen. Ja, ich muss rückwärts fahren. Ja, und ich muss der vorne sein. Ich bin vorne. Ja, du, ich sehe das an. Chaos zuerst. Tut ihr beiden mir einen Gefallen, zerreißt mich nicht. Ich glaube, ich bin hier die lahmste Ende von euch. Also ich drück schon mal von hinten. Tito. Also ich zieh. Ich auch. Was macht der Chat? Kommen wir heil rauf oder werden wir eingleisen? Dürfen wir auch unsere Meinung dazu abgeben? Klar. Ich wette für nein. Wir kommen da nicht hoch. Wir müssen wieder den ganzen Zug einsammeln. Ich bin da sehr optimistisch. Die Verantwortung liegt in der führenden Lok. Yoshi, hast du Druckluftbremsen? Nein. Okay. Was, Freitag? Da geht immer alles schief. Ach was. Wir gehen auf den anderen Tagen was schief. Wir haben nicht Freitag der 13., ja? Wir haben Freitag den 9. Nee, den 20. Entschuldigung. Ich war schon in einer anderen Kalenderwoche. Also ich gehe bei mir mal auf 100%. Aber ich bin bei 50. Yoshi, mach die Zylinderhelme zu. Ist ja cool. Vielleicht hilft das. Ja, genau. Was bei der Bahn ist, Freitag immer ein Tag für Chaos. Was, wenn weißer Rauch aufsteigt, dann schafft ihr das. Ich finde schade, dass ich bei mir beim Tender keine Lichter ranmachen kann. Kannst du nicht bei jeder Lok. Bei der Mosca kannst du das auch nicht. Ist voll doof. Bravo, aber dir sieht das so schön aus. Bei mir ruckelt und zuppelt das durchdrehen. Bei mir zuppelt aber nur Yoshis Lok und Tender. Alles andere ist schön ruhig. Gut, auf der anderen Seite, ich sehe vom Kabuff keine Türen und ich sehe Bravura dort hinten nicht. Und ich sehe bei den... Stimmt, die Lok ist weg, der Kabuff sehe ich, den sehe ich noch. Die Tür ist weg. Ich bin da richtig gut versteckt dahinter. Wir müssen aber frühzeitig ankündigen, dass wir anhalten, Yoshi, falls wir das müssen. Ach. Ja, nicht, dass Bravura uns das ganze Zeug noch rausdrückt. Wir schreien einfach Anker. Wir schreien ihn an, stopp! Mich wundert es, dass ihr nicht so weit sehen könnt. Also ich sehe hier alles. Bravura, ich sehe von den letzten zwei Wagen die Fracht nicht mal. Tito. Aber ich kann bis zum Kabuff gucken. Und ich habe deinen Mensch gerade gesehen in der Kurve. Aber deine Lok nicht. Ich krieg hier schon eine Vermisstenanzeige hier. Bravura ist halt der Horst. Ach, man kann hier auch so bauen. Also ich gebe jetzt mal nur noch 20%. Hm.
wieder was abgeguckt. Du bist doch eh vorher drüber gefahren. Ja, aber da habe ich nicht so drauf geachtet, wo das war. Das hat deswegen einen Unfall gebaut. Nein, das war ja gar nicht hier. Das war ja weiter hinten. Ich glaube, die Stelle kommt erst noch, wo ich vor uns rausgefallen bin. Nee, ich glaube, das war schon hier. Nee, die war schon... Nee, die war vor uns, wo... Nach den Brücken, wo du den Steinbahndamm gezogen hattest. Da sind wir schon vorbei. Nee, mir ging es darum, du hast da nämlich eine große Stahlbrücke gezogen. Und ich bin dort dem Weg gefolgt und bin in der S-Kurve erst nach links und dann nach rechts wieder rüber. Und hab bei meinem ersten Durchlauf eine kleine Holzbrücke dort drüber gezogen. Ja. Ja, was Schnuckliges, was Süßes. Mit dem alten Schienensystem war das ja auch qualvoll. Ah, das sieht schon irgendwie cool aus. Und so vor hinten Plan schieben. Und das jetzt hier zweispurig ausbauen, mit Gegenverkehr. Also, ich werde alles, was ich jetzt nicht zweigleisig machen, aber ein Teil davon. Ich hätte auf die Strecke hätte ich maximal noch ein Dings gesetzt, ein Ausweichgleis vielleicht. Ja, so in der Mitte, ne? Aber so oft spielst du ja nicht mit Leuten zusammen, oder? Doch, eigentlich habe ich jetzt gesagt, dass alle zukünftigen Episoden, außer Episoden, wo ich baue, jetzt im Stream machen will. Weil nur die Bausachen, die mache ich dann für mich allein, weil das ist langweilig. Lass doch andere Leute mitbauen. Nee, bei mir muss das perfekt ausschauen. Weißt du, jeder schließt die eine von den letzten drei Produktionen an. Es muss einfach schön bauen sein. Ach komm, ich baue immer schön. Wo bleibt denn jetzt hier eigentlich die Steigung? Ja, die kommt da unten dann. Ah. Wenn du einen Lokschuppen siehst, kannst du dann schon Bravura anschreien, der soll Gas geben. Also es wird dann gleich nochmal zweigleisig, das ist die Ausweichstelle. Und wenn die endet, dann kommt eine scharfe Kurve. Und da sollte man vielleicht nicht so schnell reinfahren. Ich bin auf 25%. Na, ich bin bei 27 momentan. Ich hab Rollbetrieb. Ich könnte, denke ich, mal ein bisschen Holz nachlegen. Okay, jetzt wird's zweigleisig. Und das ist die Ausweichstelle, von der Bravura redet. Okay. Oh, werdet mal langsamer. Ich geh mal runter vom Gas. Ich roll doch bloß noch. Ich roll auch nur. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen. Ja, ich bin wieder im Gas drin. Ja. Die Kurve, das war die gleich nach der Weiche, ne? Ja, ja. Kein Gas eigentlich mehr. Ganz okay, die Kurve. Jetzt beginnt Steigung, Yoshi. Okay. Also gebt ihr zwei vorne grundsätzlich Gas, damit ich dann merke, es reicht nicht, dann werde ich von hinten schieben. Ich bin auf 100. Ich auch. Schön, dass man das jetzt weiter hört. Es ist nur schmerzhaft, wenn das eine Heißler macht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Bravura, aber das ist echt richtig böse laut. Ja, vor längerer Zeit. Muss ich mir erst wieder kaufen. Also ihr zwei sind ja ziemlich gut da vorne. Wenn es, dass ich gerade kein Gas gebe.
Jetzt schleppen wir den auch noch als Zusatzgewicht. Komm, Yoshi, lass den abkoppeln. Das Problem ist, er holt uns schneller wieder auf. Die Glenbrook, ja, leider. Den Kabuff direkt noch mit abkoppeln. Naja, war da, ist das nicht eigentlich so, dass Schiebeloks nicht angekoppelt sind, sondern bloß drücken? Ja. Sicher? Weiß ich nicht. Das war eine Frage, die ich gemacht habe eigentlich. Aber wenn Yoshi das so angekuppelt sind. Nee, ich glaube nicht. Dass wenn sie oben sind, einfach fließen. Du kannst fließend weiterfahren und die Schiebeloks bremst dann ab und geht zurück, ne? Ja. Ja, okay, das wird Sinn machen. Aber wenn du da jetzt extra noch ankoppeln musst und bla und bla. Nicht die effizient. Leitung dann, die Druckluft muss da noch drauf. Ja. Dann musst du irgendwie da anhalten, dann musst du wieder alles lösen. Ja, ich glaube schon, dass die bloß schieben und nicht angehangen sind. Wo ja, sind denn unsere Lokführer? Das kann man halt nur in Ravens Online schlecht umsetzen. Und weil du immer auf die Mitte drauf drückst, ne? Ja, vermutlich. TD kannst du es auch nicht umsetzen. Mach's mal ein bisschen langsamer. Kabuse ist da ein bisschen am Rumwackeln. Jo. Geh auf 40. Ja. Oh, das mit der Brücke sieht aber gut aus. Ja, ich gehe 75. Ja, TD, glaube ich, ab 20 km/h ist fertig. Ich weiß gar nicht, wer hatte das denn mal probiert? Das war ganz am Anfang, wo ich noch ja, L hatte. Das war Markus. Wir müssen mal bitte Gas geben. Ja, ich gehe 100. Da war ich sogar noch L, da haben wir das mal probiert gehabt. Ja, da hast du dich ja festgefahren. Mit dem über 1 Kilometer Zug, den ich dann festgebremst habe versehentlich. Ja, und dann ist ja Markus hinter dir. Dann hat er der random dir reingekommen ist, hat der Radiostopp gedrückt. Ja, das war aber noch bevor ich bei dir in der Szenerie war, bevor der Random kam, zum Losfahren, weil das doch so lange gedauert hatte. Ja. Da haben wir das doch mit dem Schieben schon probiert gehabt. Und bei 20 km/h war dann Schluss. Ja. Da ist die Schiebelok dann leider krepiert. Ja. Also was ist deine Definition von krepiert? Der Fahrdienstleiter war dann tot, entgleist. Marmelade im Screen. Genau. Oh, ich habe eine Frage. Kannst du einen guten Stellwerksim empfehlen außer Railroad? Ja, abgesehen von... da, glaube ich, ne? Was? Ja, gerade. Ja, wir sind da. Also, Simrail ist spaßig. Dann der normale Stellwerksim. Und halt Train Driver 2. Aber Train Driver 2 ist halt ziemlich streng mit den Regeln. Ansonsten ist Simrail jetzt gerade nicht so doof. Der Nachteil von Simrail ist halt, die Fahrpläne sind momentan ultra monoton. Also wenn du ein Stellwerk eine Stunde gemacht hast, dann weißt du es auswendig, was passiert. Yoshi, bremst mal. Oder habt ihr noch Suggestions für Stellwerke? Nee. Dadurch, dass ich keine Stellwerke mache, habe ich da keinen Plan. Warum eigentlich nicht? Ich mag das einfach nicht. Ich will lieber fahren. Oh. So, ich lad mal ab. Oh, ich wollte auch helfen. Yoshi, also, gib Gas. Also, solange Nero bei dir im Unternehmen ist, ist alles dufte. Also da kannst du einfach schön langsam fahren. Kann man ja Rolle nicht laden. Also ich bin bei Bravura im Unternehmen drinne. Ja, ich nicht. Weil ich fahre ja eh nur. Also ich krieg kein Geld und keine Level dafür. Wie viele Schienen sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pro Wagen. 8, 9, 10. 10 mal 10 liegen da drauf. Wir müssten nur schauen, dass wir jetzt hier nicht voll machen. Da müssen wir ganz kurz warten. Was sonst, wenn wir die. Nicht? Also, wir müssen einfach ein bisschen warten, dass sie das abbaut. Weil sonst wird es einfach nur verkauft, aber hier nicht genutzt. Ach, du meinst, wenn wir hier die 60 Stück drin haben? Ja, dann müssen wir mit den Laden warten. Bei mir ist das aber so, wenn ich da reinhau, obwohl der voll ist, dann nimmt der das gar nicht an. Dann beendet der das Abladen.
automatisch. Das wäre jetzt aber neu. Weil früher ging das. Ja, wir können es ja jetzt voll machen. Sieht es eigentlich aus mit dem Holz? Das müsste mehr sein. Da haben wir noch 8 Stück. Und schon 90 Kohle. Cool, dann können wir hier die Wagen beladen und damit runternehmen. Oh, das wird dann ultra lang dann. So, Bravura, wir gucken mal. Guck mal auf deinen Kontostand. 1800. Also das Geld will schon mehr, aber ich will es einfach hier nicht verschwenden. Also. Lass dich quasi einfach weggehen. Yoshi müsste noch ein Stück vorfahren. Weil es sind jetzt nur noch 2 Wagen, ne? Einmal testen kann man es ja, oder? Ja, aber sollst du mal den laden? Stopp! So. Klatschen rein. Guck mal, der hört auf. Sag ich doch. Der hat aufgehört. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, lädt der auch nicht ab. Dann würde ich sagen, erstmal meine Lok hier wieder abkuppeln. Ich würde sagen, dein Holz ist alle. Ja. Dann tun wir die letzten 2 Wagen hier aufs Abstellgleis stellen. Tun Kohle laden und fahren dann mit dem ganzen Rest wieder runter. Kann ich meine Lok da rausrangieren bei Yoshi? Da wird gar nichts rausrangiert. Ich brauche dich zum Bremsen. Yoshi, wie viele Achsen hast du, die bremsen? Zu wenige. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht etwas zu lang sind. Ja, ich glaube, die Wagen kriegen wir so nicht weg. Die muss ich wegziehen. Und aufs andere Gleis setzen. Wenn du die voll nimmst und wir die leeren rangieren, wie wär's damit? Ja, also ich ziehe jetzt die 2 Vollen weg. Ja, und wir ziehen die leeren weg. Es heißt, wieder ankuppeln. So. Ich warte auf Kommando. Ja, oder ich roll. Okay, oder so. Ja, ich bin voll in den Bremsen, er schiebt mich halt einfach weg. Ich hab grob mal im Internet geschaut, also laut Wikipedia hat die Glas 48 so ca. 60 Tonnen Eigengewicht. Du schiebst mich hier nicht weg. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. So. Ach doch was. Ich hab doch gepfiffen. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich die Frühlingsrolle fertig ist? So, Yoshi. Du packst das schon mal hier rein. Ich stell mich mal an den weichen Nebel. Da hat's Kling gemacht. Genau das habe ich gemeint. Ich wollte es eigentlich vermeiden. So ein Luxus, einfach so ein Mini-Backofen direkt neben einem Rechner. Bravura. Wenn wir mal nicht mehr am Stream sind, ich mach dann mal die Webcam an und dann zeige ich dir mal, wo mein Schreibtisch ist und wo meine Küche ist. Vielleicht verstehst du dann dieses Bing. Wie sieht's denn aus da hinten? Ich kuschel so langsam im Prellbock. Da muss noch ein Wagen drüber, komm. Wobei, ihr könnt ja da hinten bleiben, weil wir können den ganzen Kohlezug bei euch ankuppeln. Wie war das nochmal? Knutsch mit Prellbock ist nicht so gut. Ey, da fällt ein halber Wagen. Ja, okay. Noch Stück? Mehr mache ich nicht. Ach, Mann. Wie viel genau fehlt denn? Wie viel? Was denn? Genau ein Drehgestell. Nee, schaffe ich nicht. Ah. Ihr bleibt so, wo ihr seid. Ich komme jetzt gleich mit dem ganzen Rest. Aber wir kriegen den nicht über die weiche Bravura. Wir stehen mit dem Drehgestell. Auch nicht. Nee, ich zieh die jetzt hier raus und komm dann von da hinten wieder rein. Bin mit der Spitze fast am Schild. Bravura, hättest du das mal einen Meter länger gebaut? Hättest du mal nicht am Gleis gespart? Am Bahndamm auch nicht. Ich schweb hier hin. Oh, scheiße.
Oh, das triggert mich jetzt schon wieder, dass hier keine Bahndämme unter den Dingern liegen. Nicht eingebremst. Nö, nö, nö. Ich renne jetzt erstmal zwischen dem Holz, zwischen dem Brennholzlager hin und her. So, jetzt höre ich mich dran. Oh, das wird doch ein richtiges Bremsfest, wenn wir dann mit dem ganzen Wagen da runterfahren. Oh, so kann man das auch machen. Ey, du klaust jetzt bei mir nicht das Brennholz. Wegen den zweimal, die ich jetzt so bei dir fünf Brennholz rausgeklaut habe. Das gibt eine Anzeige. Freundchen, du klaust. Beschwer dich bitte beim Arbeitsleiter. Bravo, er mobbt mich. Ja, doch weiter so. Holz. Ah ja. Yoshi, wenn du mit so einem mit so einem Brennholz in der Hand läufst, backt das auch so 8 FPS mäßig hin und her? Habe ich mich jetzt nicht drauf geachtet? Ich gucke jetzt hier so schräg runter, das Holz, das ist so. Wie so ein Retro-Shooter sieht das halt aus. War eins dieser Retro-Ego-Perspektiven-Games. Jo, stimmt. Wie geht denn hier noch drauf? Naja, das war's. Oh komm, bitte drück's auf. Du schaffst es. Bitte nicht. Schade, gibt's hier keinen Radiostopp. Nero, machst du das Kuppeln? Ja. Auf Nero. Also musst du uns aber erstmal entgegenkommen. Ja, mach ich doch jetzt. Ach so. Naja, wir füllen so lange die Lok auf. Oh, jetzt letztens mal auf einem Spielstand, da hat das einer geschafft gehabt, von der Mogul den ganzen Tender leer zu machen. Du, der hatte nur noch so Bodenebene, so etwa eine Reihe Brennholz liegen. Und weißt du, wo das nächste Brennholzlager war? Nee. An der Schmelzhütte. Und wo stand die Lok? Am Ölfeld. Es kostet eh nichts, das zu platzieren. Ja, ja, aber das ist Cheaten. Aber ich kann ja nicht auf einem fremden Server. Doch. Einfach irgendwo was platzieren. Ja, du gibst dir Bescheid, ne? Ja, ich geb Bescheid. Ja, ich gebe Bescheid, ist bei der Lok und macht übrigens. Bravura. Fünf Hänger. Langsamer werden. Langsamer. Langsamer. Eine Wagenlänge. Oh, jetzt fange ich schon an wie die zwei Lokführer. Ja, richtig so. Stopp. Stopp! Ja, hab angehalten. Ich glaube, du hast Yoshi in den Prior gedrückt. Ich hab zwar damit gerechnet, dass du gleich fliegen geht, aber passt. Wo die Prellbocke ganz neu reinkam, wenn du dagegen gefahren bist, hat's deine Lok weggeschleudert. Zumindest wenn du so einen Schienenräumer hattest. Sag doch was, da würde ich die Bremsen lösen. Ich hab meine doch nur gelöst. Ich ziehen können. Ach, wenn das so ist? Nee. Naja, einmal lösen. Und jetzt bist du. Dann geh ich in den Feierabend. X da, jetzt müssen wir noch Kohle beladen und runterfahren. Das kann was werden. Oh ja. Ja, warte, dann lasse ich meine Lok einfach von euch ziehen und schieben. Und latsch mal zum Kohlefließband vor. Ja, das sieht so geil aus, wie du da rumhüpfst. Und danach gibt's Frühlingsrolle. Also ich sehe zwei Kohlewagen. Wenn ich. Oh, das Bremsen wird witzig. Ich bin voll in noch der Stück. Gut. Los geht's. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier.
stimmt. Also für alle Fälle, dass die Bergfahrt dann gleich eine Katastrophe wird, habe ich mal gespeichert. Okay. 7. Mach doch beide auf. 9. 10. Warte! Jetzt! Weißt du, was die für einen langen Weg haben eigentlich zum Runterziehen, die Hebel? Geschweige denn, die wieder hochzudrücken. Kannst dich ja gerne mit hinstellen. Stopp. 1. Ach, deswegen geht's so streng, wir haben Yoshi aber die Bremse drin. Natürlich. 3, 4. Solltest du eigentlich meine Bremse schon wieder lösen? Ich hab sie schon gelöst. Wer ist denn jetzt da drin? Jetzt hab ich mich verzählt wegen euch. Es hat bloß einen halbvollen Wagen. Siehst du eh am Wagen selber, wie viel drin ist. Ausgerechnet, das zeigt er mir halt nicht an. Das ist ja mein Problem, deswegen zähle ich ja die ganze Zeit mit. Ja, ansonsten siehst du es vom Füllstand. Ich möchte das ja nicht wie du in Staffel 1 machen. Aber mach dir nichts draus, das ist mir auch passiert. Ich habe das auch nicht mitgekriegt. Ich habe so gedacht, ne, wenn die Plane oben starb. Muss ich jetzt doch den zweiten Hebel nutzen. Ich habe auch gedacht, wenn die Plane voll ist, dann ist der Wagen auch voll. So, dann kann man währenddessen schon mal die Weichen machen. Ihr seid euch alle beide sicher, dass das, was wir hier tun, sicher ist? Absolut nicht. Perfekt. Das wird eine Katastrophe. Perfekt, ich bin dabei. Also ist die Frage, ob wir das echt gebremst kriegen. Was doch extended? Bremst doch die Wagen dann einfach an. Nee, das ist ja Schummeln. Ja, dann müssen wir halt hier zwischen den Wagen hin und her laufen. Also vor allem die Loks müssen wir mal bremsen. Kannst. Anfangen zu bremsen. Wie viel Kohle war? Keine Ahnung. Ich hab's gar nicht zählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, war zu weit. Ja, sag halt anhalten. Hab ich doch. Bevor du laut vorgelesen hast, wie viele Kohle war das sein soll. Stopp. Wenigstens geht das halbwegs automatisiert, dass man nur das Teil runter machen muss. Ich würde mir trotzdem noch irgendwo in irgendeinen Hafen wünschen, wo du irgendwas abladen kannst. Ich sag jetzt einfach mal als zweites Frachtdepot, dass du da andere Preise kriegst. Sonst noch Wünsche? Du, das wäre ja jetzt nichts Großes. So einen kleinen Hafen zu bauen, einfach. Bessere Performance. Den Ingame-Chat. Falsche Richtung. Dedizierten Server. Da kann ich auch drauf verzichten. Dass das Spiel im Singleplayer auch ohne Internet läuft. Stopp. Also wenn ich bloß alleine spielen möchte. Hm. Weiß, dass wir jeder Wagen jetzt 10 Tonnen hat, ne? Zusätzlich. Ja gut, der erste Wagen, wenn wir hochgefahren sind, mit den Schienen, glaube ich, war ja noch schwerer. Zehn Tonnen wiegt die Fracht, die in dem Wagen drin ist. Was liegt so ein Gleis? Klar, mal gucken. Wir haben doch hier noch einen vollen stehen, oder? Ich glaube, da sind nur 9 Tonnen drauf.
Dann macht der Bravura wieder Fotoshooting. Ja, muss ja sein, ja. Fürs Thumbnail. Wie heißt die Folge? Sklaven müssen arbeiten? Gute Idee, das könnte man machen. Ich halt meine Klappe, ich sage nie wieder irgendwas. Soll ich wieder weiterfahren? Ja, bitte. 9000? Was hat der? Weiter. Bremsen. Stopp. Perfekt. Obwohl, waschechter Japaner nur im Fotografieren. Ich sehe das schon, wenn Bravura jemals Urlaub macht, der rennt auch mit so einem Strohhut und so einer Kamera und so einem riesen Rucksack und einer Landkarte durch die Gegend. Alles nett, aber Rucksack und Kamera hatte ich schon. Ach, das schon. Dann bist du kein echter Japaner. Und am besten musst du noch irgendwo in deiner Heimatsprache das sprechen, was du fragen möchtest. Und darauf hoffen, dass dich einer versteht. Unterschätzt das nicht. Im Elbsandsteiggebirge siehst du die Dinger öfters. Weiter. Wir haben noch 2 Wagen vor uns. Haben wir überhaupt so viel Kohle? Wir haben noch 60 Kohle. Okay. Also wir könnten theoretisch noch 6 laden. Stopp. Aber Öl geht eigentlich auch so recht automatisiert. Wobei, das ist ein bisschen doof mit den Öffnungen. Wieso denn? Du kannst alle 4 Hähne auch zumachen. Du kannst auch bloß einladen lassen. Wenn du das willst. Mhm. Du hast ja die 4 Hähne. An jedem Hahn hast du ein Rad. Und du hast unten das große Hauptrad. Womit du dann alle 4 freigibst. Wieso ist das doof? Du kannst 2 Züge gleichzeitig laden. Immer 2 Hänger. Ja, links und rechts, glaube ich, war das, gell? Nee, du kannst pro Seite 2 Hänger gleichzeitig laden. Du hast nämlich 4 Hähne. Ja eben, links und rechts. Ja genau, links und rechts. Und auf jeder Seite gleichzeitig 2 Wagen. Vorfahren. Achso, falsch, ja, falsche Richtung. Ja, ja. Aber schön, dass du es mitkriegst. Ah, ich habe noch 1000 Wasser drin. Wasserfassen dauert ewig bei den Loks. Ja, ich muss ja eh nur bremsen. Stopp. Stimmt, du brauchst ja keine Druckluft. Ich aber auch nicht. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Du hast doch nichts angeschlossen, wo die Kohle hin muss, oder? Nö, aber wir bringen sie trotzdem erstmal runter. Wird das nächste eine Baufolge? Ja, ich denke schon. Also das werde ich dann halt für mich machen. Und dann können wir die Kohle irgendwo hinbringen. Also erstmal bloß unten auf die Abstellgleise stellen. Ja, neben dem Sägewerk. Und voll. Sehr gut. Wie viel sind es jetzt noch? Ah, falsche Richtung. 40. Hast du noch 4 Hänger? Nee, muss ich erst kaufen. Es scheitert immer am Geld. Hättest du mal keine Lok gekauft. Ja, ohne die hätten wir nicht oben. Ohne die wären wir hier nicht oben. Ich weiß nicht, renne ich jetzt zu meiner Lok oder renne ich jetzt auf den Wagen hin und her zum Bremsen? Wie weit noch? Wir sind fertig, wir sind ach voll. So. Das okay. Hast du nicht gefragt. Du hast nur gefragt, wie viel noch drin ist. Ja, okay. Da geht's mal. Ich hab ja deswegen gesagt, wenn wir noch 6 Wagen hätten, könnten wir die ja voll machen. Oh Mann. Gut, seid bereit da hinten. War ich auch vorher. Ah, ja, sag ich. Keine schlechte Idee. Und
lass mich irgendwas in die Lok reinschmeißen, die ist nur noch halb voll. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja gut, dann düse ich mal. So, Feuer ist an. Oh je. Yeah. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Hast du das? Ja. Dafür, dass du uns gerade ziehst? Ich hab Angst vor dem Bremsen. Ach so. Ich dachte schon, dass wir nicht mitmachen. Du musst diese Negativität einfach loswerden. Nee, wir kommen unten an. Ich hätte jetzt noch eine Idee gehabt, aber dafür ist es vielleicht ein bisschen zu spät. Ich setz meine Lok zwischen die leeren und die vollen Wagen. Ey, das wird ja mal schneller, ja. Mhm. So, ich bremse jetzt mal. Ich bin Bremse 100. Ich auch. Das wird wohl ein Richtungswender gleich entscheiden müssen. Ja? Ich weiß nicht, ob wir Richtungswendern müssen. Na, geht's mal ein bisschen runter von der Bremse. Okay. 75. 40. Bisschen runter, er geht 60 runter. Ja, ja, warte, 63. Ja, mach doch mal beide 40. 38. 42. Genau. Yoshi hat ja noch das Glück, der kann ja noch seinen Tender anbremsen. Ich hab sowas nicht. Siehst du, Tender-Lokomotiven sind gar nicht so doof. Gefallen mir trotzdem nicht. Ich fahr lieber sowas wie die Heisler oder die Climax. Die Class 48 ist auch noch schön. Die Shay mit mehr Leistung wäre auch toll. Und größer. Das ist ja bloß die ganz kleine. Werden wir schneller? Ja. Ja, ein bisschen. Ich gehe mal hoch auf 60. Also ich bin jetzt voll in die Eisen. Ich sehe da drüben Bravura schweben. Ja, stimmt. Ich sehe alle Rumwagen und vier Kohlewagen. Und davon schwebt ein Bravura. So, ich gebe mir wieder raus aus der Bremse. Geh mal auf 70. Ich mach mal 55. Aber hier ist eben eine Fläche gleich. Kurz. Warte mal, 44. Also Geschwindigkeit ist gut. 35. 25. Mir würde das noch sehr zusagen, wenn die Regler hier wenigstens so ein paar Striche hätten, dass du das einschätzen kannst. Weil wie viel du ungefähr bist. Oder hinklickst zumindest. So ein Strich zum Beispiel bei 25. Sind aber wieder Sonderwünsche, ich weiß. Zuerst sollte Schneepflug mal eine Funktion haben. Hat er doch. Ja, in Gleisen. Nee. Wenn du schnell genug fährst, schmeißt er den Schnee weg und er hat sogar einen Sound dafür. Aber der Schneepflug an sich hat keine Bremse. Du kannst ihn nicht mit Wasser füllen, obwohl der oben so einen Wasserdeckel hat, der sich nicht mal öffnen lässt. Und an Kreuzungen entgleist er. Über Weichen kannst du fahren. Ich gehe mal auf 51. Ja, ich bin jetzt bei 27. Es geht von der Geschwindigkeit. Ja. Ich bremse gerade gar nicht. Das schiebt hier so von hinten. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen rein. Obwohl es geht. So, ich geh mal wieder ganz raus aus der Bremse. Jo. Bin bei 30. Wirklich besser als gedacht. Ich bremse gar nicht.
Was hast du denn erhofft, Raunira? 10 Striche auf der Entgleisungsliste? Tod und Verderben. Ja, genau, ungefähr so. Was, ich spiele erst mit, wenn die 01 da ist. Die 01? Baureihe 01. Ach so, Baureihe 01. Die Schnellzuglok von der, oh Gott, was war denn das? Reichsbahn oder Bundesbahn? Ich glaube Reichsbahn? Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt auch so nicht. Bremsen bitte. Ja, 60. 100. Ich bin auch 100. 100. Die S-Kurve machte mir gerade Angst. Ah, Dieter meint Reichsbahn. Achso. Okay, bitte weniger bremsen. Bei mir ist immer so die typische Schnellzuglok, die... Oh, wie heißen sie? Das muss ich nachdenken. Flying Scotsman? Nein, ist auch eine deutsche Lokomotive. Ah. 18201. Habe ich jetzt gar kein Bild von mir, wie der aussieht. In grün. Oh Gott, ich glaube, die sieht aus wie die Baureihe 01, so ähnlich. Ist halt grün, war auch mal eine Zeit lang rot. Ja, ich glaube, ihr könnt jetzt komplett aufhören mit dem Bremsen. Okay. Jo. Der Chef hat's gesagt, sein Risiko. Ja, wir sind unten. Ja, Yoshi und ich sind aber noch auf der Steigung. Nur das bisschen. Ja. So, fange ich mal an zu ziehen. Eine Zahnradschiene bräuchte man hier. Oh ja. Oh, da habe ich letztens erst ein Video gesehen, dass die Amerikaner auch solche Loks hatten. Was für welche? Zahnradloks? Ja. Ja, einige sogar. Ich hatte das gesehen von dem... Oh, wie hieß denn der? Hieß der Heiz? Ja. Du hast mir die, glaube ich, noch gezeigt. Ja, da warst du dabei. Da haben wir das geguckt gehabt. Da waren wir so erstaunt, dass die Amerikaner sowas hatten. Mhm. Den hatte ich tatsächlich auch mal angeschrieben, was denn diese roten, grünen und weißen Lämpchen für eine Bedeutung haben. Ich habe sogar eine Antwort gekriegt, eine sehr freundliche. Aber der kann mir das nicht für diese Lokomotiven sagen, nur für die größeren dann ab 1950 bis 60. Das wurde wohl mehrmals umgeändert, was die Lampen für Bedeutung haben. Da war man sich wohl nicht einig. Ja, pass auf. Zwei weiße Lampen vorne sollen so um 1950 bedeutet haben, dass das ein außerplanmäßiger Zug ist. Was? Spitzenlicht in Amerika war damals um 1950 einfach nur diese große Lampe, die die haben. Die zwei Zusatzlampen in weiß heißt ein außerplanmäßiger Zug. Ah ja. Ja. Jetzt könnt ihr ja ein bisschen mithelfen. Wir schieben doch schon. Okay. Zwei rote Lampen ist halt Rücklicht. Ja, das ist logisch. Rot und grün ist Gegenfahrt. Also oft auf dem falschen Gleis fahren. Wobei grün anzeigt, auf welchem Gleis du fährst und rot, auf welchem Gleis, also welches Gleis das richtige wäre. Okay. Und Rangierlicht gibt's einfach gar nicht. Das ist einfach Vollbeleuchtung. Zumindest hatte er das so in seiner Mail geschrieben. Ich kann die ja später mal raussuchen. Ich kann die ja mal auf den Discord reinpacken. Ja, gern. Also ich glaube, die Beschreibung, die er reingepackt hatte, wäre wohl so das Zeitalter, wo Railroaders dann drin spielt, ungefähr. Wann soll das denn eigentlich rauskommen? Gibt's auf 2023. Was? Nächstes Jahr? Nein, dieses Jahr. 2023. Gibt's laut Steam. Was genaueres oder nur das Jahr? Nur das Jahr. Ah ja. Kein Quartal, nur das Jahr.
Aber da bin ich neugierig drauf. Ja, vielleicht sehen wir ja Q2 irgendwas. Das Early Access. Ja. Ich habe jetzt erstmal am 24. Januar habe ich erstmal. Oh, wie heißt es denn? Wie hieß denn das? Frostbroken, glaube ich, hieß das. Forspoken. Genau. Das hatte ich mir letztes Jahr vorbestellt. Und das haben sie ja dann verschoben gehabt. Das sollte ja letztes Jahr im November schon kommen. Und jetzt ist es auf den 24. Januar. Das werde ich dann erstmal spielen und im März kommt der Nachfolger von Star Wars. Was wäre das? Was, das Star Wars Spiel? Ja. Das ist der. Warte. Ja, ich kann nicht gucken, ich fahre. beziehungsweise ein bisschen mitbremsen gerade. Wäre gerade ein bisschen schnell. 55. Bremse ist drin. Ich guck mal bei Steam übers Handy schnell rein. Die englische Aussprache ist mir eh nicht mächtig. Bleiben Sie wieder lösen? Ende Februar kommt für mich halt noch Kerbal Space Program 2 raus. Oh ja, okay. Das wird super! Das soll ja auch irgendwie einen Online-Modus haben. Okay. Habe ich mitbekommen, dass du zusammen die Planeten erkunden kannst, aber ja. Das hört sich interessant an. Bei KSP bin ich ja sowieso nur zum Mond gekommen und danach bin ich explodiert, mehr nicht. Und nehme. Auf YouTube gerade das letzte Dev-Video von denen gesehen. Da ging es um die Sounds und da haben sie sogar einen echten Raketenstart aufgenommen. Und nutzen es jetzt in Kerbal Space Program. Auch nicht schlecht. Und wo haben wir es denn? Wie nimmt man einen Raketenstart auf? Das ist eine nur E-Bomb. Nee, der Sound ist wirklich gut geworden. Ich wollte gerade sagen, so ein Raketenstart ist doch meistens einfach bloß ein lautes Rumgeschrei von Triebwerken. Starfield, Robocop, God of War. Ich freue mich ja auch noch auf das Spiel Bionicle, Mask of Power. Ach, das gibt's auch noch? Ja, das ist immer noch angekündigt. Und eine Demo wird auch angekündigt. Und ich find's cool, weil ich bin mit dem Bionicle-Film groß geworden. Ich dachte, ich Bionicle wäre schon vor langem gestorben. Ach, ich hab's aber noch Figuren. Also ich hab noch welche. Es ist halt nur schlimm, dass ich die Filme nicht kriege auf DVD. Ich krieg die nur als VHS-Kassette, die drei Teile. Du hast bei Amazon auch schon mal geschaut? Ja. Entweder sind sie ausverkauft oder du kriegst sie bloß als VHS-Kassette. Und dann auch nur gebraucht und im schlechten Zustand. Was ich sehr schade finde, weil den zweiten Teil habe ich selbst als VHS-Kassette noch hier stehen. Und der Zustand ist so schlecht, die Kassette läuft nicht mal mehr. Ja, das ist nicht so gut. Das Spiel, was ich meinte, ist übrigens Star Wars Jedi Survivor. Okay, nicht davon gehört. Publisher ist Electronic Arts, also EA. Und Entwickler ist Respawn. Ja, ich auch. Also der Publisher ist derselbe wie bei Titanfall. Voll Star Wars. Nee, der Publisher macht das echt gut, bin ich ehrlich. Ich sehe gerade den Preis von Early Access von KSP 2. Geht mit $50 rein. Zum Early Access und Release für so ein 1.0 wird der Preis wahrscheinlich höher sein. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem kaufen. Bei Kerbal Space Program war bis jetzt immer geil. Natürlich, das ist nicht instant gekauft, das interessiert mich gar nicht. Ich bin am überlegen, das Starfield zu holen. Ja, das reizt mich jetzt nicht so. Es ist zwar Singleplayer, aber das reizt mich halt wieder. Mich würde ja auch Star Citizen reizen, wenn man da nicht so dauerhaft Geld reinstecken müsste. Musst du nicht, du kannst. Nee? Ja. Wo ich das letzte Mal mich drüber informiert habe, hieß es noch, du steckst dauerhaft Geld rein. Ich
wundert sehr, dass die Community so extrem stark dahinter ist für das, dass eigentlich nicht mal ein Viertel von dem umgesetzt ist, was sie versprochen haben. Aber man muss dazu sagen, die Konkurrenz dazu, also Elite Dangerous, da steckt auch eine riesen Community dahinter. Und ich finde beide Spiele gut. Ja, das Schlimmste haben wir geschafft. Also kann ich jetzt vor der Bremse gehen. Und der Rest macht Bravour. Ja, Bremse kannst du mal lösen. Okay. Komm, Yoshi, wir schieben noch bitte. Nee, bitte nicht. Wir wollen mal wissen, was denn seine Lok schafft. Er hätte echt gedacht, irgendwas geht schief oder Wagen springt was. Ich hätte vor uns auch gedacht hier, vor allen Dingen bei der Stelle, wo ich vor uns entgleist war. Möchte Yoshi seine Wagen von der Schmelze durchbrüllen? Auch noch dranhängen. Ja, dann bin ich wirklich dazwischen. Nee. Nehmen wir das mal komplett zurück. Okay. Gibt er denn mit Gas oder seid ihr jetzt als tote Loks hinten? Nö, ich geb Gas. Ich bin tot. Yoshi ist kalt, der lebt nicht mehr. Der regt auch nichts mehr. Aber Nero, bleib auch mal bei Zero. Okay. Ach, weil es hier vorne wieder bergab geht, kurz, ne? Ja. Na, ich bin gerade auf Steam und guck mir den Trailer so. Aha. Aha, also AFK. Wieso? Ich hab das Main-Spiel immer noch offen. Ach so, du hast mehrere Monitore. Drei. Ich hab ein und ein Viertel. Also mit einem Monitor könnte ich nicht mehr arbeiten. Nee. So drei Minimum. Ja, mein zweiter Monitor ist in etwa so groß wie mein Tablet. Und dann steht er auch noch hochkant. Also der ist quasi schmal, aber dafür hoch. Aber die Auflösung passt halt nicht. Das ist... Was hast du denn? 720p? Nee, der ist nur 1080p. Das ist so ein kleiner Konferenzmonitor, den du eigentlich an den Laptop machen sollst. Weißt du? Der okay. Laptop zeigt zu dir und diesen Monitor steckst du dann per USB Typ C, steckst du den an und kannst ihn dann auf die andere Seite stellen, dass die Leute das dann sehen können. Wenn du jetzt nicht wie so ein Hightech-Unternehmen so eine Beamer-Tafel hast, sag ich mal. Das ist so ein kleiner für wahrscheinlich Meetings für unterwegs oder sowas. Wie, du hast keinen Beamer zu Hause? Ich hab mal überlegt, weil mir relativ häufig immer so kleine Beamer, wo du das Handy anstecken kannst fürs Schlafzimmer, weil ich da keinen Platz für den Fernseher habe. Habe ich mir das schon mal überlegt, wenn ich mal krank bin, einfach Rückenlehne hochziehen, also das Lattenrost, und dann dort an der Wand, Decke. Sollen ja mittlerweile, auch wenn sie preiswert sind, echt gut sein. Also diese Super-Mini-Dinger, die würde ich nicht kaufen, das sind nach wie vor kacke. Ja, nee, aber preislich lacht der so bei 200 Euro ungefähr. Wie ich so richtig im Bravura guck. Das ist eine schwebende Figur. Ja. Aber schön nicht. Aber Yoshi, wir fahren auch mal über Gigant. Ach nee, nur ich. Du warst ja schon. Bei ihm im Stream sieht's gut aus, aber bei mir, es hört einfach auf. Bei mir auch. Ich sehe sogar jetzt bloß noch drei Hopper fahren. In der Kurve sehe ich vier. Sollen wir mitschieben? Nee, geht gut. Er ist nicht mal auf 100%.
geschummelt. Gar nicht. Irgendwas macht der. Irgendwas macht der hier. Nee, aber jetzt de facto kein Gefälle oder Steigung. Steigen. Wenn ich mir beim ersten Durchlauf überlege, ich hatte hier ständig irgendwas. Bin ja auch hier lang gegangen. Und die Brücke, die du da vorne hast, habe ich ja auch so in etwa gebaut gehabt beim ersten mit dem alten Schienensystem. Die hatte bei mir ein Gefälle von 1%. Ich weiß gar nicht warum. Oh, eine rote Brücke. Schön. Also ich muss sagen, die Lok macht sich echt gut. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir gut eingekauft. Du, nicht wir. Ich wünsche mir einen Lokschuppen, in dem ich meine Loks umbauen kann. Warum fährt Nero nicht eigentlich die Lok? Steht doch sein Name dran. Das ist eine Lok mit Tender. Das sagt alles. Er mag das nicht. Ich mag die nicht so. Ach komm, häng den Tender ab. Nee, darum geht's mir nicht. Mir geht's vor allen Dingen vorne um den Schienenräumer. Ich habe damit miese Erfahrung gemacht. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe, was zu schieben, hat's mir mit dem Schienenräumer die Wagen rausgehoben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mag die nicht mehr, und dann habe ich die auch irgendwann nicht mehr gekauft. Ich habe dann nur noch mein Spielstand auf wenige Loks beschränkt. Heißer, Climax, Betsy. So, drei. Wir sind da. Sehen wir. Sollen wir bremsen? Nee, noch nicht. Das schafft er alleine. Radio, stopp. Okay, probier's mal. Okay. Ja, Yoshi, der schafft das doch alleine, der hat Druckluftbremsen. Ja, komm. Koppel ab. Wir haben bloß Mechanik. Ja, koppel bei dir ab. Einfach Stift rausziehen. Da kann er gucken, wo er bleibt. Ich hätte jetzt gesagt, ich trenne die zwei Züge auseinander. Ciao. So Leute, kommt's mal zusammen. Wir haben was, nee. Doch. Endversammlung. Ich komme. Hast du wirklich abgekuppelt? Natürlich. Das macht das Bild weißt, kaputt. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was? Wir sind sofort stehen geblieben. Du bist noch weitergerollt. Oh Mann. Ja, warte, wir hängen sie wieder an. Nee, es passt schon, die müssen ja eh getrennt werden. Weil die bleiben jetzt erstmal hier stehen. Aber den Gedanken mit dem Trennen hatte ich sogar schon vor den Weichen. Dass man den dann vielleicht gleich auf die Ladestelle schieben kann. Das Problem ist, ich kenne deinen Gleisplan hier nicht. Der Plan ist, hier 4 Abstellgleise zu haben. Ich sehe es, 4 sehr lange. Ich sehe 4 Stück, ja. Na gut. Liebe Leute, das war's erstmal heute für den Stream. War mal wieder witzig und chaotisch wie immer. Wir sehen uns demnächst. Eventuell werde ich morgen Abend noch streamen. Was ich streamen werde, weiß ich noch nicht. Und ob ich überhaupt streamen. Ich werde das so spontan machen wie heute. Aber hoffe, es hat euch auch gefallen und bis demnächst. Ciao und Yoshi, Nero, schön war's dabei. Gern geschehen. Also, jo. Gutes Nächtle. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.